Wir uns aus dem Emirates Stadium, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus dem Squad Battles Modus. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Bei den Squad Battles weiß man vorher nie, was einen erwartet. Ein Modus voller Überraschungen, voller unerwarteter Ideen. Ist schon klasse, was sich hier alles abspielt. Das wird auch heute wieder interessant. Kai Havertz, der Ball ist drin. Und das riecht hier nach einer Überraschung. Können Sie die Führung halten? Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ronaldo. Schöner Pass jetzt. Jetzt Neymar. Kai Havertz. Havertz verliert den Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Wijnaldum. Da ist Mbappé. Kanté mit dem Vorstoß jetzt. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Mauer steht exzellent. Ball abgeblockt. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Flanke abgeblockt. Eck in den Strafraum. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich war es nicht. Nico Schulz. Arno Behrens. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Führt den Freistoß kurz aus. Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Mbappé. Das ist Ronaldo. Könnte was werden. Guter Pass. Mohamed Salah am Ball. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Havertz kaum vom Ball zu trennen. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Sie können klären. Havertz. Schön dazwischen gegangen. Jetzt ist der Platz da. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Ecke kommt ins Zentrum. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Roberto Carlos am Ball. Ronaldo. Ronaldo. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Behrens. Viel Platz für den Konter jetzt. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Weiter gefährlich nach diesem Block.
Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt rein. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Hier steht es nur unentschieden. Und das liegt daran, dass sie viel zu wenig aus ihren Chancen machen. Also das muss besser werden. Neymar. Jorginho Wijnaldum. Gutes Tackling. Neymar fängt diesen Pass ab. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Sie holen sich den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist er alleine durch. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Mohamed Salah. Guter Pass jetzt. Kylian Mbappé-Lotin. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt überragend gehalten vom Torwart. Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Jetzt kann das Tor fallen. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Behrens. Das ist Havertz. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Viel Druck da hinten. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Mbappé. Das ist Ronaldo. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Arno Behrens. Riesenchance. Oh, da trifft er die Latte. Gut geklärt, das war wichtig. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alle. Also, wenn Sie an die erste Hälfte anknüpfen, dann können wir uns freuen. Zweite Halbzeit beginnt. Ja, also das war richtig stark, was wir hier bisher gesehen haben. Zahlreiche Torgelegenheiten, zwei wirklich offensiv starke Mannschaften. Jetzt Neymar. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er zieht ab. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Weigel. Mitchell Weiser. Könnte den Konter geben. Mohamed Salah. Kanté. Ball ist unterwegs. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Gut aufgepasst. Da kommt der Anfang. Mbappé lässt sich nicht stören. Chance für Mbappé! Nicht das Tor, weiter nur ein Torführung, das kann ihnen nicht gefallen. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff, aber so ist Zittern angesagt. Mitchell Weiser. Da haben sie die Chance.
versucht mit dem Lupfer. Bah, das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Wijnaldum. Das ist Ronaldo. Conte. Den Ball kann er abfangen. Platz zum Kontern. Oh, da ist er durch. Klasse gemacht. Stark geblockt. Jetzt die Flanke. Flanke kam gut, aber Van Dijk ist da. Arno Behrens. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Ist es das jetzt? Ganz wichtig, da muss er hin. Salah könnte über den Flügel kommen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Ballverlust durch Hummels. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Machen Sie gut. Steilpass. Neymar. Gute Chance für Salah. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ah, das war knapp. Toller Schuss. Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Weigel. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Havertz. Ausgleich, alles offen jetzt. Und plötzlich ist hier die ganz große Überraschung drin. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Mag sein, dass sie auf dem Papier unterlegen sind, aber im Spiel gleichen sie aus durch diesen Treffer. Klasse, wie sie sich hier präsentieren. Die Partie ist offen. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Außen wäre die Lücke für Salah. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Sichere Beute für den Keeper. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Siegtreffer. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Julian Weigel. Und er schießt. Nicht drin. Boah, das wäre der späte Rückstand gewesen. Aber gut dicht gemacht. Tolle Aktion. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Weiser. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Unglaublich. Kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. 6 Minuten sind noch zu gehen. Conte. Wijnaldum. Ronaldo. Jetzt Salah. Pass auf Neymar. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Bisher ist hier noch nichts entschieden, Puschi. Also wenn sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Die geben alles und machen noch mal richtig tolle Stimmung. Vielleicht die Führung jetzt. Nicht das Tor. Und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut. Mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln.
gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, wie ich finde, das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Wir bekommen noch mehr zu sehen. Das Spiel geht in... Es geht los, die Verlängerung läuft. Die Nummer 10, Ronaldo. Neu auf dem Feld, die Nummer 13, Harry Kane. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Den Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt Mats Hummels. Ball ist bei Schulz. Sufjan Benyamina. Kai Havertz. Havertz. Ganz wichtig, da muss er hin. Mohamed Salah. Harry Kane ganz energisch jetzt. N'Golo Kanté. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, ein bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Behrens. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Guter Pass, das könnte Chance werden. Das muss natürlich Freistoß geben. Klares Foul. Nun Neymar. Mit dem Ball Wijnaldum. Jetzt Neymar. Mbappé. Ball ist bei Harry Kane. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Weigel mit dem Pass. Nee, da gehen sie dazwischen. Gute Aktion. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Es steht hier. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Behrens. Jetzt könnte er flanken. Die Möglichkeit. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Mbappé. Ballverlust von Wijnaldum. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Kai Havertz. Da gewinnt er den Zweikampf. Mbappé gibt den Ball her. Schönes Dribbling hier. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Da wäre Platz für den Konter. Da muss er hin und holt sich den Ball. Die Uhr tickt runter, es sind nur noch ein paar Minuten. Kann hier ein Team doch noch den entscheidenden Treffer landen? Vielleicht die Führung jetzt. Was für eine Rettungstat. Ja, und er rettet ihn damit das Unentschieden. Eine absolute Glanzparade. Ecke kommt. Befreiung durch Van Dijk nach dem Eckball. Vier Minuten noch, dann ist die Verlängerung geschafft.
Hier könnte es jetzt noch mal gefährlich werden. Oh, viel Platz jetzt. Schwacher Zweikampf. Fällt das Tor doch noch? Nee, 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 das kann man fast nicht durchgehen lassen. Und er schickt ihn nicht runter. Riesenglück. Ja, da dürfte er selbst überrascht sein. Jetzt muss er aber höllisch aufpassen. Ah, da geht der Ball doch noch vorbei. Das sah so aus, als würde er reingehen. Tolle Szene. Eine Minute gibt's oben drauf. Sieht gefährlich aus. Kai Havertz. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Knapp